Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PotionCraft hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden uns jetzt erstmal wieder hinhauen. Kennen wir ja schon, damit der neue Tag startet. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben ja jetzt die Maschine ordentlich schon befüllt, müssen ja nur noch einen Trank sozusagen herstellen, damit wir es endgültig befüllen können. Dafür brauchen wir aber noch den Verwirrungstrank generell. Und um ganz kurz auf einen Kommentar einzugehen, mir wurde gesagt, dass ich hier immer ziemlich schnell drüber gehe und man deswegen meistens nicht sieht, in welche Richtung die Pflanze geht. Und das, ich habe mir eigentlich auch überlegt, ich müsste mal Bestandsaufnahmen machen, welche Pflanzen ich habe, damit ich beim Kaufen, also in welche Richtung die gehen, damit ich beim Kaufen eventuell nicht mich noch volllagere mit anderen Pflanzen. Das ist kein Problem, aber nachher nicht zu viele von der einen Sorte habe. Wie zum Beispiel hier der braune Pilz, der halt eben sehr geschwungen, oder wir können da ja mal kurz reinzoomen hier, sehr geschwungen nach unten geht. Und der grüne Pilz, der auch sozusagen, ja, ne, auch schräg nach unten geht. Dann haben wir noch dazu den die Terraria, die auch noch nach unten geht. Also die drei Pflanzen, oder beziehungsweise brauner Pilz und Terraria, haben einen relativ gleichen Pfad. Da muss man sich jetzt nicht sinnlos mit voll kaufen, ist natürlich auch klar. Obwohl wir jetzt aktuell 2000 Dollar Gold haben, aber das kann noch was werden. So, es wurde auch wieder geschrieben, dass Geralt wieder da war und ich es wieder nicht weiß, wer es war. Aber vielleicht kriege ich es ja dann beim nächsten Mal mit. So, wie sieht es hier aus? LAN-Verbesserung. Achso, das kommt erst noch. Oder wo? Warte mal. Die LAN-Verbesserungen befinden sich momentan in Entwicklung. Genau, die kommen noch. Und hier müssen wir halt diesen, ja, weiß nicht, wie der Trank heißt, aber den habe ich noch nicht. Das könnte der Halluzinationstrank sein. Genau, der müsste es sein, den haben wir noch nicht. Und erreiche Beliebtheitsstufe 8. Da haben wir auch noch ein bisschen zu tun. Wir sind jetzt bei 6 und müssen erst nur noch 15 Punkte sammeln. So, ich nehme an, dass es der Trank ist, der hier oben, hier hinter ist, in der Ecke. Da müssen wir mal gucken, dass wir da einigermaßen hinkommen. Also hier diagonal rüber oder hoch und dann hier erstmal rein und dann gucken, wo der hier ist. Ich denke mal, da werden wir den Halluzinogentrank finden. Das heißt, wir brauchen jetzt sowas diagonal nach oben geht. Und was haben wir da für schöne Pflanzen diagonal nach oben? Der Sumpf, der geht nach unten. Der Blutdorn, der geht... schwierig. Die haarige Banane, auch schwierig. Und der Koboldpilz, nicht in die richtige Richtung, aber der Hexenpilz. Also sollten wir uns... den sieht man jetzt so, ne? Der geht also quasi hier diagonal genau Richtung Mana-Trank, der Hexenpilz. Da sollten wir uns noch ein oder zwei von besorgen, damit wir dann hier irgendwo dann gerade hoch, gerade rüber gehen können. Für die komplizierten Tränke, wo geht die eigentlich hin? Der geht, ach ja, der geht auch noch nach unten. Also haben wir noch eine Pflanze, nochmal 40 von den Pflanzen, die nach unten gehen, über sehr geschwungen. Da kann man natürlich dann sehr gut mal was nutzen, wenn man hinter so einer Flasche links und rechts ein bisschen austarieren will. Da kann man das ganz gut benutzen. Guti, dann gehen wir mal in den Shop und gucken mal. Ich glaube nicht, dass das Geralt ist, aber okay. So, falls das doch Geralt ist, dann sagen, das ist doch Geralt. So, 130 möchte er jetzt für ein verzaubertes Papier haben, das geht einigermaßen. Und hier brauchen wir Rezept für das Salz der Leere. Und hier haben wir noch Rezept für Salz des Lebens. Also das Rezept müssen wir uns auf jeden Fall irgendwann kaufen. Denn das Salz der Leere, wenn ich mich recht erinnere, ist hier das nächste, ne? Nee, Albedo... Necro, Albedo, wo ist das Salz der Leere? Stein des Weisens? Weiß ich nicht. Muss ich das hier reinmachen? Nee, keine Ahnung. Aber hier muss ich dran ziehen, das weiß ich auch. Na gut, aber da weiß ich noch nicht, also das, ja, gut. Oder ist es, dass wir dann einen anderen Trank in der Mitte haben? Hier gibt es ja noch eine einfache Verbesserung. Aber das kann ich jetzt auch noch nicht mit Falschen erreichen. Also da, das würde nicht gehen. Ich könnte hier eben ein paar Getränke und alles mögliche in den Kopf hauen. Da hätten wir bestimmt ein paar Sachen, die ihm auch interessieren. Aber nein. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Aber ich würde mir noch gerne ein paar Rezeptseiten leisten wollen. Und da zahle ich auch gerne die 130 für, beziehungsweise ich versuche es zu falschen mit ihm. Dass es ein bisschen günstiger wird. So, und dann gucken wir mal, dass wir bei ihm jetzt mal einigermaßen gut falschen. Und nicht daneben klicken. Und das wird dann einen relativ guten Preis kriegen, 662. Bezahlen wir bei ihm, dann ist er auch mal wieder glücklich. So, dann haben wir noch 1500 Gold jetzt, aber ich habe erstmal wieder 6 Rezeptbuchseiten frei.
Und kann denn da erst mal ein bisschen was machen. Ah ja, guck mal, das geht denn hier noch runter. Alles klar. Aber vielleicht geht es denn hier auch noch hoch und da unten rum. Ah ja, gut, okay, das wusste ich nicht. Hm, schön. Gut. Und man kann sie auch noch näher zusammenschieben. Das geht ja auch noch. Was ich gar nicht, kann ich die jetzt um eine Ecke legen hier? Kann ich jetzt, nee, Rezeptbuch? Da. Kann ich die jetzt einfach hier, ja, guck mal, den kann ich sogar da oben hinlegen. Guck mal an hier. Zack. Kann man die auch schön alle auf eine Höhe machen. Also kann ich die auch noch mit unterschiedlichen Höhen. Kann man theoretisch auch noch arbeiten, ne? Also da geht was. Also da kann man ein paar Seiten haben hier. Schön, kann man das. Ah, hat das dann. Guck mal, das ist denn. Ach, das ist einfach mal da hinten im Buch. Ja, das ist schon cool gemacht. So. Guti, das werden wir später nochmal machen. Ich, ne? Der innere Monk. Guti, dann tschüss. Und dann gucken wir mal die nächsten an. Da ist dieses Mädel, ich bin in sie verliebt, aber sie schaut mich nicht einmal an. Ich müsste sie dazu bringen, mich zu lieben, verstehst du? So, also, das ist ja jetzt dann der... Ist das der Libido-Trank? Eigentlich nicht, oder? Das ist ja eher der Dingstrank hier. Moment, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie hieß denn der hier oben? Kann ich das nochmal sehen? Der hier, ne? Nee, das ist ja der Beschützertrank. Der war das auch nicht. Könnte es doch der Libido-Trank sein. Wie hieß das Ding? Schutzzauber, Blitztrank? Schutzzauber wird es nicht sein. Dann wird es der Libido-Trank sein. Na, dann gucken wir mal, ob wir davon eine gemacht kriegen. In das Rezeptbuch gucken, bitte. Ja, kann ich einen herstellen von? Mal gucken, ob er den haben will. Wenn nicht, ich glaube, den werde ich auch noch gut los. Den sollte ich übrigens blaue Pille nennen. Hat auch jemand geschrieben. Können wir eigentlich noch machen im Rezept. Kann ich, glaube ich, ändern, ne? Das will sie nicht. Will er nicht. Okay. Das hier? Ja, dann doch den Schutzzaubertrank. Lecker Schutzzauber und Blitztrank. Okay, ich könnte ihm den verkaufen. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, aber wir könnten natürlich auch das Rezept nochmal neu machen. Da haben wir jetzt ein paar Rezepte frei hier. Steht das nicht vorher mal daneben oder steht das? Nee, stimmt. Hier steht das. Ah. Wenn ich da hin will, da oben hin. Eieieiei. Ach so, das war ja hier dieses mit dem da durchnavigieren, ne? Ja Gott, den machen wir dann. Ich gebe ihm den Trank. Scheißegal, dann hat er 96 dafür. Ist nicht das, was da drin investiert ist. Ich hätte gerne einen Trank ohne Nebenwirkungen. Ja. Ach komm, hier ist aber einer. Du bist einigermaßen zufrieden dann mit mir. Von daher. Ja, geht doch im Graul, ne? Doch 10. Ah ja, gut, 10. Das ist runtergegangen. Aber das ist nicht runtergegangen. Beliebtheit ist nicht runtergegangen. Aber auch nicht hoch. So, unsere Apfelbühne wollen einfach keine Früchte tragen. Vielleicht könnten die etwas Besonderem gießen. Schneller Wachstum. Nee, das ist eher reiche Erntetrank, ne? Das ist der reiche Erntetrank. Kann ich auch noch einen herstellen? Und ist mir jetzt hier, glaube ich, der Hexenpilz ausgegangen. Nee, den habe ich noch. Was ist mir ausgegangen? Der hier? Der Sumpferich? Guck mal, sehe ich doch, was hier fehlt, ne? Nee, da sehe ich nicht, was fehlt. Doch, hier siehst du, da, der Sumpferich ist ausgegangen. Alles klar. Aber, bitteschön, ein reicher Erntetrank. Auf Falschen waren wir nochmal. Oh, das geht aber schnell. Daneben geklickt. Oh, das. Okay. Hat's einen günstiger gekriegt. Naja, gut. Da ist dieses eine Medien und ich bin sehr verliebt und. Du auch? Ja, was ist denn da los? Ist denn Frühling jetzt? Alle sind so verliebt. Dann muss ich ihn machen. Ich hab mir auch nicht mehr im Rezept drin, ne? Nee. Gut, dann muss ich ihn machen. Dann muss ich da einmal hin. Ich glaube, ich habe den auch noch nie einzeln gemacht. Dann muss ich mich jetzt dahin arbeiten. So, das heißt, also wir könnten hier rumgehen oder wir könnten hier rumgehen. Ich glaube, das ist das Kürzeste, ne? Von hier aus, hier so außen rum, da durch. Das probieren wir jetzt einfach mal. So. Heißt, wir müssen glatt nach oben. Glatt nach oben ist immer noch die Windblüte, beziehungsweise nicht ganz glatt nach oben. Ich könnte einen Diagonal nach oben gebrauchen eigentlich, so ein bisschen. Dann haben wir noch nach oben. Die Windblüte ist nach oben. Der geht dann nach da oben. Ah. Verschwendung eigentlich und teures Ding eigentlich, glaube ich. Den können wir nachher gut gebrauchen, wenn wir hier, glaube ich, quer gehen einmal. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Wasser hinkriegen. Weil der ist auch ein guter Quergänger. So. Aber der ist ja schon mal nicht schlecht. Donnerdistel. Davon haben wir 8 Stück.
Da komme ich doch ganz gut, glaube ich, auch. Na, müssen wir mal gucken, ob wir denn da hinten dran vorbeikommen oder ob wir jetzt gleich von uns zu dicht an den Knochen aufhalten. Ja, da kommen wir dann rein in die Donnerdistel. Dann gucken wir mal, der gerade nach oben war ja hier und so da. Komme ich auch nicht mit klar. Haben wir uns da schon mal ganz schön schlecht hinmanövriert. Wenn ich das mal so sagen will, dann... hätten wir gleich einen Hexenpilz nehmen können. Na gut, dann verzischen wir uns jetzt erstmal damit aus dem gefährlichen Bereich und nehmen uns dann die Pflanze, die nach oben geht, diese hier, und werden da jetzt erstmal kernig nach oben wandern. So, weiter geht's. Es zieht sich übrigens in die Mitte rein, ne? Also man kann das jetzt hier nicht unbedingt als Wegweiser nehmen. Um irgendwo so ein Schwefelding könnte man da auch mal reinbauen. Habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Dann ist das auch mal benutzt. In den verschiedensten. Dann kommen wir jetzt an die Bücher da dran vorbei. Dann können sie so ein paar Bücher mitnehmen. So. Und dann gehen wir wieder nach oben mit dem Kameraden auf halbe Höhe dazwischen, dass wir nicht ganz so giftig sind. So. Sehr schön. Und dann nehmen wir den Feuerkelch. Damit kommen wir jetzt darüber. Den nehmen wir, dass wir bis da hochkommen. Sollte, genau, gut gehen noch. Jetzt können wir die Pflanze hier wieder in vollster Schönheit benutzen. So, dann kommen wir da das Buch auch noch. Also wir sammeln noch nicht Bücher jetzt hier auf dem Weg. So, dann würde ich sagen, den Feuerkelch wieder genommen hier. Damit wir da bis rüber kommen. So. Und dann sollte auch der Feuerkelch dafür sorgen, dass wir quasi dahinter kommen. Und dann zoomen wir hier wieder rein. Ne? Wir sehen hier diese kleine Linie, die zeigt uns an, wo das Wasser uns hinbringen würde. Und da können wir jetzt natürlich dann, zack, genau auf die Linie draufbringen. Und dann kippen wir ein bisschen Wasser hinein. Dann laufen wir sehr schön genau dahin, wo wir hinwollen. Und haben den starken Schutzzaubertrank. Für Schwerverliebte haben wir eine Herzflasche. Flasche in Herzform haben wir nicht so richtig, ne? Hier, guck mal, so ist das. Oh, nehmen wir den Apfelform. So, dann nehmen wir hier aber auch ein kleineres. Achso, das geht gar nicht. Kann ich das, Rotationswinkel? Kann ich, aber ich kann es nicht zoomen. Ich kann es nicht klein machen. Guck mal, hier im Herzform können wir dann einen da drauf kleben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, okay. Nehmen wir, Rezept speichern, Trank fertigstellen. So. Dann haben wir hier für den guten Herrn genau das, was er braucht. Und da will er schon ordentlich Geld für geben, ne? Muss man ehrlich sagen. So, da falschen wir nochmal ein bisschen mit ihm. Wir warten, dass wir hier anfangen können. Sehr gut, 275 Taler. Sehr gut, dann kommt denn hier... Ah, das darf ich gar nicht. Das... Ich darf nicht den Leuten einen Verliebentrank geben, damit sich eine Frau verliebt in sie, die das gar nicht will. Och, ich hätte so einen Trank aber auch ganz gern. Nee, egal. Zeig mir deine Waren. Oh, hier, der ist mir... Nee, der ist mir ausgegangen. Hier, sumpferig. Kaufe ich dir ab, gib her das Zeug. So, der ist gerade billig. Es geht aber auch so nach unten. Ne? Da habe ich schon über 40 Stück von. Dann kaufe ich dir die nicht ab. Was haben wir hier Schönes? Oh ja, der ist auch gut. Das ist natürlich teuer, aber es geht. Aber der hat einen schönen Bogen. Den hätte ich gerne. Da habe ich zwar noch 12 Stück von, aber 20 mehr davon ist ganz okay. Und den grünen habe ich 37. Brauche ich erstmal nicht. Und von dem habe ich 5. Der Seltsamling habe ich aber auch selten benutzt. Ne? Ja, falschen wir noch ein bisschen hier. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld runter. So, 700 und passt. Gutti. Talent zum Bauch aufgestiegen. Haben wir weniger Geld als vorher. Unsere Truppen gehen bald auf Raubzug und mein Kumpel hat mir erzählt, ein paar Tränke für die im Kampf unbesiegbar machen können. Könntest du die für uns brauen? Also auf Raubzug? Kann ich gerade nicht. Da muss ich... Gott, ich komme hier wieder nicht weiter, ne? Ich habe vor kurzem einen Pilz gegessen und wow, das war interessant. Ich habe so viele Farben und Blumen, die um mich herumwirbelten,
aber ich kann mich nicht erinnern, welche der Pilze, wie der Pilz ausgesehen hat. Du hast bestimmt ein Experiment mit solchen Dingen. Ja. Ein Experte, nicht Experiment. Kannst du mir eine Brühe aus den Pilzen zubereiten? Ja, jetzt muss ich den Verwirrtheitsdrang machen, ne? Also diesen, der hier hinten oben irgendwo ist. Na gut, dann machen wir den jetzt noch. Den kriegen wir jetzt noch hin. So, also wir müssen hier oben reinkommen. Also wir müssen erstmal schräg diagonal nach oben. Hexenpilz hat er mir jetzt leider keine verkauft. Nehme ich aber trotzdem erstmal einen mit rein, damit ich erstmal in die Richtung komme, grob. So. Damit ich erstmal auch aus diesem Knochenbereich raus bin. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir unsere Windblume wieder. Da haben wir bloß noch 12 Stück von. Da müssen wir auch mal langsam aber sicher wieder ein paar mehr von finden. Und dann nehmen wir aber schon mal 2 Stück davon rein. Damit wir erstmal bis da oben hochkommen in die Richtung, wo wir hin wollen. Ah, die Windblume müssen wir wirklich dann mal nachzüchten. So, und jetzt müssen wir hier durch. Das heißt, da könnte ich eigentlich schon den nutzen, den ich da gerade mit bei ihm gekauft habe, noch, oder der so viel da war. Warte mal, welcher war denn das? Hexenpilz nicht. Nee, hier, der hier, ne? Der Schattenpfeffer-Ding. Der bringt mich erstmal gut in die Richtung. Den, da nehme ich mal einfach einen von mit rein, ne? So. Bringt mich auch durch die Feder durch und am Buch dran vorbei. So, und dann könnte ich jetzt, der hat ganz schön wirre Gedanken. Naja, das ist auch nicht so gut. Guck mal, das Ding, ja, aber da kommen zu viel in das Gebiet rein, wo wir nicht rein wollen. Der geht nicht, der würde gehen. Na gut, wir können erstmal mit der Blume generell erstmal bis dahin gehen. Achso, nee. So. Und dann können wir mit der Blume eins hochgehen. So. Und dann gehen wir hier jetzt durch. Wollte ganz knapp klappen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt... Das könnte tricky werden hier. Das könnte... Oh, das war knapp. Das war sehr, 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 sehr knapp. So, da gehen wir auch nochmal ran. So, und da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Das heißt... Ne, ja, guck einen hier. Den nehmen wir doch glatt. Der endet ja schon fast da drin. Machen wir ein bisschen noch, dass wir vielleicht ein bisschen überrühren können. Und jetzt zoomen wir da mal rein und dann gehen wir da mal ganz zart hin. Aber das dürfte so genau mittig landen. Also da müssen wir, glaube ich, bloß rechtzeitig aufhören zu rühren. Genau. Kochen das ganze Zeug. Zack, und da haben wir ihn. Rezept speichern. Rang fertigstellen. So, dann haben wir das auch schon mal. Du möchtest den haben. Ich weiß nicht, ob ich den weitergeben darf, aber wir werden es ja gleich sehen. So, dann falsch schon mit dir noch ein bisschen hier. Zack, zack, zack. Daneben klickt. Naja, egal. Ging trotzdem gut. 329. Jo, darf ich rausgeben. Es gibt einen Wächter, der es mir sehr schwer macht, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen muss. Ein Wächter. Mhm. Ich will ihm etwas ins... Nein. Nein? Meine Mana schwindet. Ich muss meine Macht wiederherstellen. Ich brauche einen Mana-Trank. Wie schön. Hätte ich da noch rein. So, dann hier mal ganz kurz überessen und ein schönes Buch und eine schöne Frau und dann verkauft. Sehr gut. Also, den Halluzinogentrank, den haben wir jetzt auch. Wir haben hier wieder eine Sache geschaffen. Blitzstufe 8. Naja gut, 2 Punkte haben wir immerhin dazu gekriegt am heutigen Tag. Da haben wir uns jetzt nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Und wir müssen hier nochmal, warte, da müssen wir ganz kurz gucken. Ach nee. Müssen wir hier ganz kurz gucken bei Tränken. Nee, wo da? Ich brauche 2x Mana, 2x Verwirrtheit. Das kriegen wir aber auch hin. In der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.